euch ein paar für später. Mehr Segel, alle Segel! Warum wollt ihr mich nicht anhören? Bitte, hört, was ich sage! Captain Kenway, gerade rechtzeitig. Wir sehen uns an Bord. Thank you.
So läuft das ab. Torres trifft sich mit Prinz, bringt einen Teil des Lösegelds mit und sagt, dass der Rest bald folgt. Wenn wir den Weisen sehen, kommst du mit dem Rest des Goldes, tauschst es ein und haust ab. Und ich beobachte dich dabei. Nein, Kenway, spiel diese Intrige allein und riskiere das Vertrauen deiner Crew. Es macht mich krank, dass du mit diesem Sklavenhändler verhandelst. Komm schon, Mann. Wenn wir den Weisen haben, sind wir alle reich. Nicht, wenn Master Kid ihn zuerst erreicht. Kid? Mein Gott. Der Knabe will ihn töten. Edward! Was zum Teufel machst du hier? Ich folge diesen Männern zum Weisen. Nun gut, bei Gott. Ich halte meine Klinge im Zaum, aber nicht für lang. Wie lange ist unser letztes... Wie lange ist unser letztes Treffen schon her, Senor Prinz? Ein Jahr? Ja, 18 Monate. Von diesem Roberts hörte ich zum ersten Mal im November 1715. Huh. Hat sich vieles verändert. Niemand nennt mich mehr Gouverneur zum Beispiel. Ich gab den Posten letztes Jahr auf. Ah, das war mir unbekannt. Du kannst es nicht lassen, oder, Kenway? Deine Nase in Dinge zu stecken, die du nicht verstehst. Du machst mich nervös, Kenway. Lass die Klingen stecken. Haben die Engländer jetzt begonnen, ihre Sklaven zum Glauben zu bringen? Befehlen! Ruhig, Jim. Gott weiß, Torres. Niemand hier könnte so töricht sein. Töricht? Wie meint ihr das? Wäre es nicht Sünde, einen Christen zu versklaven? Wenn man die Seele eines Sklaven vom Tier zum Menschen erhebt, kann man auch gleich seine Kälber zum Abendessen einladen. Verzeiht mir meine Unbedingung. Doch wie weit ist es noch? Wir sind schon bald da. Bleib an deinem Platz, Sklave! Und stell dich deiner Strafe wie ein Mann! Soll ich ein Mann sein, wo ihr genau das 30 Jahre lang bestritten habt? Ich finde das abstoßend. Ich glaube, alle denkenden und fühlenden Menschen verdienen Respekt und Perspektive. Ach, ihr Spanier! Euer Kontakt zu den Mohren hat euer Blut verdünnt und die Herzen verweicht. Das bedeutet nicht. Doch mit der Praxis der Sklaverei wird kein wahrer Gewinn erzielt. Auf kurze Sicht verdient man damit Geld. Doch langfristig macht uns das zu Opfern. Ah, doch, ihr und ich, Sir. Als wie wir sind, werden wir diesen traurigen Tag nicht mehr erleben. Warum die Mühe?
Hause Anstand, wenn sonst nichts. Anstand? Torres, ich vergeude meinen Tag nicht damit, über Sklaven und ihre armseligen Leben zu reden. Lasst uns unser Geschäft abschließen und dann gemeinsam als Freunde heilen. Stimmen die Geschichten über euch, Senor? Ihr wart der Gouverneur von Freuden? Stimmen die Geschichten über euch, Senor? Stimmen die Geschichten über euch, Senor? Ihr wart der Gouverneur von Florida? Sieh. Ich bin einer von vielen Staatsdienern meiner Familie. Eine lange Reihe von Politikern. Ich habe oft mit dem Gedanken gespielt, in die Politik zu gehen. Doch ich denke, dafür habe ich viel zu viel Geld und viel zu wenig Zeit. Apropos Geschichten, Prinz. Man erzählt sich, ihr wart bei Henry Morgans Überfall auf Panama dabei. 1671, korrekt? Oh, das stimmt, ja. Doch lasst uns die Ehre, die auf dem Schlachtfeld errungen wird, nicht überbewerten. Dieses Scharmützel war verlustreich und eine Verschwendung von Geld und Ressourcen. Erst viele Jahre später hätte ich das Schwert an den Nagel, um mich einem sicheren und doch profitableren Unterfangen zu widmen. Kapital und Rohstoffe. Da steckt das richtige Geld drin. Und Senor, ich sage euch, gekaufte Ehre ist viel erfreulicher als erkämpft. Stimmen die Geschichten über euch, Senor? Ihr wart der Gouverneur von Florida? Sieh. Ich bin einer von vielen Staatsdienern meiner Familie. Eine lange Reihe von Politikern. Ich habe oft mit dem Gedanken gespielt, in die Politik zu gehen. Doch ich denke, dafür habe ich viel zu viel Geld und viel zu wenig Zeit. Apropos Geschichten, Prinz. Man erzählt sich, ihr wart bei Henry Morgans Überfall auf Panama dabei. 1671, korrekt? Oh, das stimmt, ja. Doch lasst uns die Ehre, die auf dem Schlachtfeld errungen wird, nicht überbewerten. Dieses Scharmützel war verlustreich und eine Verschwendung von Geld und Ressourcen. Erst viele Jahre später hängte ich das Schwert an den Nagel, um mich einem sicheren und doch profitableren Unterfangen zu widmen. Kapital und Rohstoffe. Da steckt das richtige Geld drin. Und Senor, ich sage euch, gekaufte Ehre ist viel erfreulicher als erkämpfte. Wenn auch nicht so nachhaltig.
stimmen die Geschichten über euch, Senor? Ihr wart der Gouverneur von Florida? Sieh, ich bin einer von vielen.